Vor meinem Karibik-Abenteuer wartet erst einmal ein 10-Stunden-Flug auf mich. Kuba, da denkt man an Rum, an Zigarren, an schöne Strände, Sonne und vielleicht an Roberto Blanco. Aber die wenigsten denken daran, dass auf dieser Karibikinsel noch ganz fleißig mit der sozialistischen Flagge gewedelt wird. Und ich frage mich, wie lebt es sich in einem sozialistischen Land? Es gibt ja nicht mehr so viele. Und haben die Menschen dort die Möglichkeit, so ein bisschen aus der Reihe zu tanzen? Das finde ich jetzt raus und mache mich auf den Weg nach Kuba. Und Havanna empfängt mich mit Sonnenschein und 30 Grad. So lebens- und farbenfroh kann also real existierender Sozialismus sein. Laut der Regierung hat jeder Kubaner einen Job, bei einem Durchschnittsverdienst von 40 Euro im Monat. Dafür sind Schule, medizinische Versorgung umsonst und für jeden Haushalt gibt es subventionierte Lebensmittel vom Staat. Was mir aber auffällt, es gibt zwei Lebenswelten in diesem Land und zwei Währungen. Während die Einheimischen kubanische Pesos verdienen und damit ihr Leben bestreiten sollen, tauschen Touristen wie ich ihr Geld in den sogenannten Peso-Konvertible um. Nur damit kann ich in all den schicken Bars, Hotels und Restaurants bezahlen. Und da dieses Touristengeld 5-mal so viel wert ist wie die einheimische Währung, gibt es ein Problem. Denn die hier wollen unbedingt darüber. Wie das Ganze funktioniert hier, keine Ahnung, aber ich lasse mir das jetzt mal erklären. Ich bin verabredet mit Jochen Beckmann, der seit über 20 Jahren auf der Insel lebt und mit einer Kubanerin verheiratet ist. Der Journalist hat vor einigen Monaten die erste deutsche Bar in Havanna aufgemacht. Doch die ist gerade schon wieder zu. Ja, hier sind wir jetzt beim Henkis. Das ist deine Bar? Naja, unsere Bar, eine Familienbar. Die haben wir vor 14 Monaten aufgemacht, die lief sehr gut. Und, dann wurde plötzlich die Straße aufgerissen, von da oben bis hier unten wurde irgendwie Abwasser und Zuwasser und Telefon und was weiß ich nicht verlegt von beiden Seiten. Und keiner konnte hier eigentlich mehr herkommen. Und deswegen haben wir zugemacht, haben wir die Lizenz stillgelegt. Und jetzt, wo die Straße repariert ist, wollen wir es wieder aufmachen und warten darauf, dass wir die Lizenz wieder öffnen können sozusagen. Benannt ist die Bar nach dem deutschen Schriftsteller Henki Henschel, der lange Zeit aus Havanna berichtet hat. Es gibt deutsche Würstchen, genau. Kubanisches Essen, aber deutsche Würstchen. Wer macht die? Das machen meine Schwager. Ich habe Bekannte in Deutschland, die Würstel machen. Und die kamen mal nach Havanna, denen habe ich davon erzählt. Und die kamen dann wieder mit allen möglichen Sachen. Dann haben wir einen Wochenendkurs Würstel machen. Echt? gemacht, ja. Und die machen hervorragende Würstchen seitdem. Wirklich wahr. Ich bin selber erstaunt. Jochens deutsche Würstel in Havanna soll es schon bald wieder geben, obwohl sich die Einheimischen kaum leisten können. Der real praktizierte Sozialismus ist nur ein paar Schritte entfernt. Eine Familie verkauft Kaffee und kleine Snacks direkt aus ihrer Wohnung. Der Kaffee ist heiß, gut und kostet 2 lokale Pesos. Und das sind nicht einmal 10 Euro Cent. Hier ist eine staatliche Metzgerei, hier gibt es Eier, Hühnchen, wenn es das gibt. Wenn es das gibt. Naja, heute gibt es anscheinend zumindest Eier. Kann ich als Tourist denn auch mit den lokalen Pesos bezahlen? Je nachdem. Also Unwissen wird oft dann eben auch mal. Ja, ja, das glaube ich. Also, genutzt, ja. Also wenn man, glaube ich, wie ein Tourist aussieht, dann. Viele Touristen, die kommen, wissen ja gar nicht, dass es zwei Währungen gibt. Die gehen natürlich davon aus, die Zeichen sind ja auch ganz ähnlich zwischen Dollar und Pesos. Der Dollar hat 2 Striche, der Peso hat nur einen, aber wer achtet da schon drauf? Wer weiß das überhaupt? Gracias. Ja, das ist so ein Pesoladen, wo die Leute einkaufen mit ihrem einheimischen Geld und ein Lebensmittelbüchlein haben. Und da gibt es dann staatlich zugeteilte Lebensmittel. Also, jeder kubanische Haushalt bekommt Anfang des Jahres die Menge an Lebensmitteln zugeteilt, die er dann in diesen Läden kaufen darf. Auch Jochen und seine Familie kaufen so billig ein. Doch Kuba öffnet sich. Was vor einiger Zeit undenkbar war, sehe ich jetzt an vielen Stellen in der Stadt. Straßenhändler, die auf eigene Rechnung Lebensmittel verkaufen. Also man kann jetzt einfach in den Straßen alles Mögliche finden, wie frische Ananas. Und das wird auch in einheimischer Währung verkauft. Also eine Ananas kostet 6 Pesos. Das heißt, für 1 Dollar würde man 4 Ananas kaufen können. Und das war nicht die einzige Überraschung an diesem Tag. Jochen führt mich dann in einen Hinterhof, wo 2 alte Ladies warten. Was ist denn das? Ja, das ist ein Oldtimer-Parkplatz und hier stehen auch 2 Harleys und wir fahren jetzt zum Harley-Treffen. Das ist immer samstags. Das ist nicht dein Ernst. Es ist nicht so ganz einfach, die zu fahren. Die sind Baujahr 1947 beide. Das ist ja der Wahnsinn. Und das Besondere ist, die haben eine Fußkupplung und eine Tankschaltung. Und das macht sie
das macht das Fahren ein bisschen schwierig. Also man sollte am besten eine Strecke suchen, wo man erstmal geradeaus fährt nur. Ein Traum. Fast 60 Jahre alt ist diese Harley in Havanna. Solche Schätzchen findet man noch immer auf der Insel und der Sound ist einfach genial. Mein Problem ist jetzt aber, das Ding auch ans Rollen zu bekommen. Die Schaltung ist am Tank und die Kupplung wird mit dem linken Fuß bedient. Ich kann eigentlich ziemlich gut Motorrad fahren, aber das hier? Na ja, geht doch. Hat ja Gott sei Dank niemand gesehen. Jetzt lasse ich den kubanischen Rocker raus. Ich bin gerade irgendwo in Havanna auf dem Weg zum Essen. Es gibt auf Kuba zwei Arten von Restaurants. Es gibt staatliche Restaurants und es gibt sogenannte Palandares. Das sind im Grunde private Restaurants, mal entstanden vor einiger Zeit. Da konnten Leute, die eine Wohnung haben, ein paar Gäste bewirten. Seit einigen Jahren darf man das bis zu 50 Gästen. Und so sind die ganzen Paladares hier entstanden. Und eines der besten Restaurants in Havanna ist dieses hier, San Cristobal. Und Paladar bedeutet übrigens Genuss. Hey. Carlos? Hi. I'm Kai. Hey, Carlos. Hola. Hola, hola. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Nice. Mein erster Eindruck sieht aus, als hätte Carlos hier seinen ganzen Familienbesitz ausgestellt. Wie hat ja alles begonnen? War das früher eine Wohnung? Ja, das war eine Wohnung und die habe ich umgewandelt. Es gab Reformen, die haben ermöglicht, dass Leute aus ihren Wohnungen Restaurants machen. Die Chance habe ich wahrgenommen und habe hier angefangen, ein Restaurant zu machen und ich bin sehr froh darüber. Die Bilder und Andenken zeigen, wie stolz, bunt und lebensfroh Kuba einmal war. Carlos wohnt jetzt mit seiner Familie im ersten Stock und das hier war mal sein Badezimmer. Also das ist der Beweis, dass hier das früher wirklich mal eine Wohnung war und dass Carlos hier gewohnt hat, weil in der Herrentoilette ist noch die Badewanne drin. Ja? Also es ja. Ist gut, also das hier ist die Küche. Oh, nice. Was für eine geile Küche. Ich sag ja mal, ein guter Koch kann auch in einer kleinen Küche kochen. Und jetzt kochen wir kubanisch. Die Kubaner behaupten, dass man auf der Insel alles bekommen kann, wenn man das richtige Geld hat. Bei Carlos scheint es gut zu laufen. Er kann sich sogar einen besonderen Kochwein erlauben. Vino de Cuba? Nein, das ist chilenischer Wein. Der kubanische Wein, den wir haben, der ist, naja. Ich nehme lieber einen Wein aus Chile als kubanischen Wein. Sojasauce. Kubanische Gerichte sind nicht wirklich besonders kompliziert. Schweine- oder Hühnerfleisch, dazu Gemüse und das Grundnahrungsmittel der Kubaner, Reis und Bohnen, gibt's an jeder Ecke. Das ist ganz berühmt, das ist Reis mit Bohnen und fertig ist es. Okay. Bevor ich das probiere, habe ich einen Wunsch. Ich würde gerne ein Foto machen und ich würde gerne, dass wir mit dem Foto in dein Wohnzimmer kommen. Okay. Hey, ja. Gracias. Gracias. Großartig. Und jetzt, que están invitados, oh, que quieran comer, si que quiero, está bien? I try now. Está bien. Yeah? Richtig leckeres Essen. Großartig. Mit über 2 Millionen Einwohnern ist Havanna die größte Metropole der Karibik. Egal wo ich hingehe, die Erinnerung an die große Zeit vor der Revolution, Ende der 50er Jahre, ist überall zu spüren. Auch wenn der Lack schon richtig ab ist. Was für viele der amerikanischen Autos, die Havanna berühmt gemacht haben, nicht gilt. Die werden für die Touristen gehegt und gepflegt. Es gibt wirklich viele Arten, sich hier in Havanna fortzubewegen. Es gibt ganz normale Taxis, es gibt Pferde, Droschken, es gibt so eine Art Tuk-Tuk, es gibt Fahrrad-Dreirad-Taxis
und natürlich die weltberühmten Oldtimer aus den 50er Jahren aus den USA. Die sind schön restauriert und lackiert, aber ziemlich teuer, sogar für Touristen. Und ich will ja mal so fahren, wie die Kubaner fahren. Und deshalb nehme ich mir ein sogenanntes Colectivo. Colectivos sind nichts anderes als Privattaxis, die eine bestimmte Strecke fahren und so viele Leute mitnehmen, wie in das Auto passen. Diese alte Dame gehört Joel, der eigentlich Ingenieur ist. Und mit diesem Auto hat er sich einen Traum erfüllt. This is 1955. Ja, yeah, it's Chevrolet. Chevrolet aus dem Jahr 1955. Dieses alte Auto gefällt mir sehr gut. Besonders dieses Modell, ein Chevrolet Baujahr 1955. Natürlich haben neue Autos mehr Komfort und mehr Luxus und so weiter, aber ich kann mir das einfach nicht leisten. Dieses Auto kostet etwa 14.000 Euro und mehr geht nicht. Was machst du, wenn der Wagen kaputt ist? Wow! Großes Problem, die Karre kaputt ist. Das ist sehr schwierig, weil die Ersatzteile, wenn es die überhaupt gibt, viel zu teuer sind. Und dann kann ich einfach 7 bis 10 Tage nicht arbeiten, weil das Auto still liegt. Wegen des Handelsembargos der USA gibt es praktisch seit 50 Jahren keine Ersatzteile für die klapprigen Oldtimer. Wer noch Teile hat, ist ein gemachter Mann. Da muss dann auch das Wohnzimmer als Lager herhalten. Joel braucht einen Außenspiegel. Wissen Sie, wie viele Teile Sie haben? Nein, das ist unmöglich. Ich bin 86 Jahre alt und ich weiß wirklich nicht, wie viele Teile hier lagern. Ich arbeite und sammle, seit ich 14 bin. Wo kriegen Sie die Teile her? Immer wenn ich die Gelegenheit habe, dann kaufe ich. Manchmal kommen Leute, die einfach ihr Modell gewechselt haben, und dann kommen die her und verkaufen. Hat er deinen Spiegel? Nein, hat er nicht. Also im Grunde ist es wie in Deutschland, wenn man mal ein Teil braucht, dann ist es nie da. Gracias. Adios. Adios. Gracias. Gracias. Bye bye. Also kaum Ersatzteile, dazu noch sauteuer, aber wenn ein Teilelager schon so aussieht, wie sieht dann eine Werkstatt aus? Arturo ist über 80 Jahre alt und repariert seit 60 Jahren Autos. Nur die der Marke Chevrolet. Deshalb wird er von allen auch nur Mr. Chevy genannt. Ein Meister der Improvisation. Es kommt darauf an, was man für Teile braucht. Für amerikanische Autos gibt es gar keine Teile und da muss man halt was erfinden und muss Sachen nachmachen. Dieses Auto hat zum Beispiel auch Teile von einem Volga, einem russischen Auto drin. Wie oft ist dein Auto in der Werkstatt? Semanal. Zum Warten wöchentlich. Und um Schäden zu reparieren, jeden Monat. Arturo hat gerade eben erzählt, dass er noch einen ganz alten Motor hat. Aber Joel, this is a new engine, huh? Ein Mitsubishi. Ein Mitsubishi-Motor? Japan. Ja. Gut? Gut, very good. Also er hat einen neuen Motor reingebaut, weil der alte hat es nicht mehr gepackt. Aber die Karosserie ist halt aus den 50er Jahren. Joel wird sein Leben lang das Geld für dieses Auto abzahlen, um seine Familie zu ernähren. Aber er hat sich seinen kubanischen Traum verwirklicht und sich selbstständig gemacht. Ich mache mich auf den Weg in die Altstadt Havannas zur berühmten Kathedrale San Cristobal. Amigo de Cuba. Yeah. So sehen die aus. Ja, ja. No problema. Hey, gracias. Es kostet natürlich alles Geld, klar. Ja. Seitdem die USA und Kuba angekündigt haben, dass sie ihren jahrzehntelangen Streit schlichten wollen, hoffen viele Kubaner auf bessere Zeiten und auf die Rückkehr der Gringos, die sie früher sehr verehrt haben. Endlich wieder vereint, Ernest Hemingway und Fidel Castro. Der amerikanische Schriftsteller Ernest Hemingway hat viele Jahre in Havanna gelebt und galt als äußerst trinkfest. Das hier war eine seiner Stammkneipen. Das hier ist die nach wie vor bekannteste Bar Havannas, die Bodequita del Medio. Der Geschichte nach soll hier der amerikanische Schriftsteller Ernest Hemingway jeden Tag eine Flasche Rum weggeknallt haben.
Und das wäre auch heutzutage noch ein billiges Vergnügen, denn Rum kostet gerade mal pro Flasche etwa 4 Euro in Kuba. Und deshalb gibt es noch ganz viele kleine Rumfabriken auf der Insel. Hier wird der Zuckerrohrschnaps noch von Hand hergestellt, in riesigen Fässern gelagert und dann abgefüllt. Aber trotzdem löst so langsam das Bier den guten alten Rum hier ab. Und das liegt daran, dass es mittlerweile viele kleine private Brauereien in Havanna gibt. Und ich mache jetzt mal den deutschen Biercheck und schau mal nach, ob hier auch wirklich nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraut wird. Das ist der neueste Biertempel im Hafen Havannas. Hier soll es Bier nach deutschem Reinheitsgebot geben. Das schaue ich mir doch mal an. Ich spreche Deutsch, aber nicht sehr zu viel. Ich habe mein Studium gemacht in der Deutschen Demokratischen Republik. In der DDR gewesen? Aus der DDR gewesen. Und jetzt gibt es Bier? Ja, das ist ein neuer Betrieb für diese Bücherei. Und ich mache alles montieren von hier, von unserer Heimat. Alles zusammengebaut? Alles zusammengebaut. Darf ich mal gucken? Ja, natürlich. Okay, kommst du mir bitte. Sieht gut aus hier. Erst seit wenigen Monaten hat die Brauerei auf und die Anlage stammt aus Österreich. Nehmt ihr Hopfen, Malz, Wasser? Ja. Das ist alles? Alles komplett. Kein Zucker? Keine Zucker. Okay. Das ist ein Prozess different. Das ist ein fermentativer Prozess. Keine Zucker. Okay. Zucker nur für Rum. Wo bekommt ihr Hopfen her, Malz? Kommt aus Deutschland, aus der Austria, aus der Republika Tscheche. Dann würde ich sagen, ich würde jetzt mal probieren. Kommst du mit bitte? Ja? Probiere, komm. Ich meine, ich bin ja nicht so spaßig. Ich habe ja gesagt, ich will es testen, also muss ich auch mal was trinken. Klar. Komm. Und das wird ein billiges Vergnügen. Rund 2 Euro kostet das Bier hier. Für Kubaner viel Geld, für Touristen wie mich natürlich billig. Also testen wir mal. Was nimmst du? Für mich diese. Das Dunkle? Dunkel. Okay. Dann nehme ich Mitte. Und ja? Wir sagen Prost. 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 Da muss ich jetzt durch. Ich muss die jetzt alle probieren. Also. Es schmeckt. Das ist gut. Ja, sehr gut. Das ist richtig gutes Bier. Ausgezeichnete Qualität. Ausgezeichnete Qualität. So ist es richtig. Am nächsten Morgen verlasse ich Havanna, um einem weiteren kubanischen Mythos auf die Spur zu kommen. Zigarren. Ich bin auf dem Weg von Havanna nach Vinales. Das ist ein Ort mitten im Tabakanbaugebiet hier auf Kuba. Und Autofahren ist wirklich ein Abenteuer, denn ich dachte immer schon, die Straßen in Havanna sind schlecht, aber außerhalb ist es wirklich großer Sport. Nicht nur, dass kein Navigationsgerät geht, das heißt, man muss wie in guter alter Zeit hier mit einer Karte navigieren. Es gibt kaum Straßenschilder und die Straßen sind eine Herausforderung, sagen wir es mal so. Es gibt Schlaglöcher, es gibt Menschen auf der Straße, es gibt ganz viele Tiere auf der Straße, gerne auch in der Kombination als Pferdekutsche. Und was noch dazu kommt, die Bauern legen gerne mal ihr Getreide zum Trocknen auf die Straße. Habe ich auch noch nie gesehen. Also insgesamt ziemlich abenteuerlich und es dauert seine Zeit, von A nach B zu kommen. Vinales ist ein hübscher kleiner Ort im Landesinneren. Hier habe ich mir ein Privatzimmer gebucht. Nur, wo ist es jetzt? Villa Jelaidis. Villa Jelaidis. Donde está Villa Jelaidis? Okay. Hola? Villa Jelaidis? Yes! Diese Privatquartiere in Kuba sind eine Art betreutes Wohnen. Ich werde herzlich von Maria und ihrer Familie empfangen, obwohl sie kein Englisch redet und ich kein Spanisch. Mein kleiner Palast für die nächste Nacht. Und das ist echt schön. 25 Euro pro Nacht kostet das Zimmer inklusive Halbpension. Erst seit einigen Jahren erlaubt der kubanische Staat die Vermietung von Privatzimmern. Eine der wenigen Gelegenheiten für Kubaner, nebenher ein wenig Geld zu verdienen. Jugo natural de guayaba. Guava? Sí. Ah, Guavensaft. Ah. Fruta. Wow, Guavensaft. Gracias.
Nicht ganz so gesund wie mein Frühstück ist das wohl bekannteste kubanische Produkt. Zigarren. Hier in der Gegend um Vinales, so sagen die Experten, wächst der beste Tabak der Welt. Ich bin auf dem Weg zu Victor, ein Tabakpflanzer in der dritten Generation. Seine jungen Tabakpflanzen kontrolliert er täglich und streut über einzelne Pflanzen eine Handvoll Erde. Aber warum macht er das? Wenn man den Pflanzen, die krank aussehen, in der Mittagszeit etwas Sand darüber streut, dann entsteht da ein Effekt, der die Pflanze am nächsten Tag schon viel besser aussehen lässt. Und nach 2 Tagen hat sie sich vollkommen erholt. Klar, wer hier Tabak anbaut, der raucht auch Zigarren. 10 am Tag qualmt Victor weg und das schon seit langer Zeit. Ich habe meine erste Zigarre mit 7 Jahren geraucht. Meine Oma hatte mich eigentlich weggeschickt, damit ich an einem Holzfeuer die Zigarre für meinen Opa entzünden sollte. Tja, und dann habe ich sie auf dem Weg einfach selber geraucht. 90% der jährlichen Ernte müssen die kubanischen Tabakbauern an den Staat abgeben. Daraus werden in Havanna in den großen Fabriken dann die berühmten kubanischen Marken wie Cohiba oder Monte Cristo gemacht. Victor hat mir jetzt schon alles gezeigt, wie man Tabakpflanzen großzieht und seine Lagerhalle. Und ich will das jetzt mal ausprobieren, ob ich selber eine Zigarre drehen kann. Und ehrlich, das ist gar nicht so einfach. Okay. Und noch mehr. So eine Tabakwurst kriege ich schon hin. Sieht ja eigentlich schon perfekt aus. Das Deckblatt einer Zigarre muss passen wie ein guter Anzug. Deshalb werden nur die besten Tabakblätter dafür genommen. Die Profidreher der kubanischen Tabakfabriken schaffen bis zu 70 Zigarren am Tag. Da sieht eine aus wie die andere und ist sehr begehrt. Denn eine echte handgedrehte Cohiba-Zigarre aus Kuba kostet schon mal 30 Euro. Im Gegensatz zu den Fabrikarbeitern in Havanna fehlt es meiner Zigarre am Ende dann noch ein wenig, sagen wir mal, an Fassung. Ich habe es mir eingebrockt. Ich habe gesagt, ich will eine Zigarre machen, jetzt muss ich auch rauchen. Erste Zigarre. Und danach war mir noch den ganzen Tag schlecht davon. Und das Fazit, Kuba ist wirklich ein Land der Gegensätze, sieht man auch am Wetter. Auf der einen Seite der real existierende Sozialismus, der meiner Meinung nach überhaupt nicht funktioniert. Und auf der anderen Seite die Lebenslust der Menschen hier. Die machen wirklich aus dem Wenigen, was sie haben, eine ganze Menge. Und deshalb, allein deshalb schon, lohnt sich eine Reise nach Kuba.